Schönen guten Morgen. Wir sind heute hier in der Nähe von Frenzdorf in einer wirklich wunderschönen Christbaumplantage. Neben mir steht der Inhaber, Besitzer, der Georg Spielberger. Herr Spielberger, in 6 Wochen ist Weihnachten. Was ist wichtig, wenn es um Ihre Christbäume geht? Dass wir rechtzeitig kaufen, nicht zu spät kommen. Die schönsten werden immer sofort ausgesucht. Aber keine Angst, wir schneiden ständig nach, auch immer frisch. Bei uns brauchen Sie sich keine Gedanken über die Qualität machen. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass Sie im Landkreis Bamberg 10 Verkaufsstellen haben. Wo sind die? Das ist richtig, hauptsächlich in und um Bamberg herum. In Frenzdorf ist unser Betriebssitz, da verkaufen wir natürlich. Ja, dann zwischen Frenzdorf und Obergreuth am Sportplatz, direkt ab Kultur. Das ist aber immer nur am zweiten Advent. Okay. Und alle weiteren Verkaufsplätze, die finden Sie auf unserer Homepage auf georg-spielberger.de. Genau, die finden wir dann auch bei 100% Bamberg auf unserer Homepage. Herr Spielberger, wie kommt man dazu, Christbäume zu verkaufen? Das ist eine sehr gute Frage, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Nein, mein Vater hat da schon vor 40 Jahren mit angefangen und ich bin da quasi mit aufgewachsen. Und was liegt da näher, als das Ganze fortzuführen? Und es macht auch tierisch Spaß und die Kunden sind auch sehr dankbar. Wir stehen hier mitten in Hunderten oder eher von Tausenden von Christbäumen. Wie viele Christbäume, glauben Sie, stehen hier ungefähr? Die Fläche hat ungefähr 2 Hektar. Hier stehen ungefähr 16.000 Bäume. 16.000, Wahnsinn. Jetzt haben Sie im Vorgespräch auch erzählt, dass die Firma Spielberger keinen einzigen Christbaum von irgendwo zukauft. Das heißt, die Kunden, die bei Ihnen einkaufen, kaufen regional hier aus der Region Bamberg. Ganz genau. Wir produzieren auf ungefähr 25 Hektar. Das sind ca. 35 Fußballfelder. Züchten wir nur ausschließlich unsere Weihnachtsbäume. Wir kaufen nichts zu. Wir beliefern auch Händler in der Region Franken, aber jeder Baum, wo Sie bei uns kaufen, der ist zu 100% aus Frenzdorf. Okay, jetzt ist Christbaum natürlich nicht gleich Christbaum. Was gibt es denn hier für verschiedene Arten? Auf dem Feld, wo wir jetzt stehen, gibt es nur die Nordmanndanne, aber prinzipiell züchten wir auch Blaufichten oder Coloradodannen. Aber unser Brotbaum, was am meisten gekauft wird, sind hier diese Nordmanndannen. Okay. Ja, die stechen nicht, halten am allerlängsten. Sie haben im Vorfeld was über ökologischen Anbau erzählt und Verzicht auf irgendwelche Chemikalien. Was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, in der heutigen Zeit ist es ja wichtig, der Verbraucher wird immer sensibler. Wir folgen natürlich den Wünschen des Verbrauchers und so sind wir einer der wenigen wirklich Züchter in der Region, die auf sogenannte Wuchsstoffhormone verzichten. Mhm. Das heißt also, unser Baum, wenn Sie den in der Wohnung haben, der dünstet keine Chemikalien oder keine Rückstände aus. Okay, dann sage ich an der Stelle mal vielen herzlichen Dank. Wir fordern die Leute da draußen auf, kauft die Christbäume regional.